Hi Leute und herzlich willkommen zum Let's Play von Castle Clash auf Deutsch, Schlosskonflikt. Und es hat sich viel getan von gestern auf heute, denn das Rathaus ist auf Level 5. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit ein bisschen weitergespielt, sonst dauert es hier Jahre, bis wir hier irgendwie weiterkommen, wenn ich immer nur in den 15 Minuten hier was mache. Und unsere Armeelager sind voll. Ich habe jetzt mich einfach mal Syro mitgenannt, weil ja keiner von euch sagen wollte, wie ich mich nennen soll. Habt euch nicht getraut oder so. Ist ja auch egal, aber wir können jetzt den Heldenaltar bauen. Yay. Und unsere Lager sind zu klein, wir haben nur 33.000 Platz. Goldlager ist auf 39 erhöht, das heißt, wenn wir jetzt einen erfolgreichen Angriff haben und ich weiß nicht, wie viel man da ungefähr bekommt, aber wenn wir 36.000 erreichen, dann können wir auf Level 6 upgraden. Und das ist doch mal was Wunderschönes. Und Fight Now, was passiert da? Enter, da können wir irgendwas fighten lassen. Das muss ich mir dann nochmal durchlesen. Aber ich weiß jetzt schon, dass man hier auf diesem Place Hero seine Helden hin platzieren kann. Wir haben derzeit zwei Helden und zwei Slimes. Und die kann man opfern, wie ich weiß. Und dann bekommt man irgendwas. Was man da bekommt, das weiß ich noch nicht. Und wir greifen jetzt einfach mal an. Greifen einen echten Menschen an. Oh, der ist hart. Das ist ein hart zu nehmender Gegner. Wie viel hat er? 5000, wie viel brauchen wir? Ne, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Der hat nur 3000 Gold. Weiter. Der hat 6000 Gold. Weiter brauchen wir nicht. 2000 Gold, oh Gott, oh Gott. 5000 Gold, das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Dann 9000 Gold. Da, den greifen wir an. Der hat nur einen Bogenschützenturm, so wie ich das sehe. Okay, und seine Armeen. Sind die gute Armeen? Also das werden wir schaffen. Das werden wir schaffen. Zuerst mal den hier, oder? Oder zuerst den hier? Ich setze einfach mal alle. Aus Prinzip. Und wir haben alle unsere Armeen gesetzt und werden wir schaffen, die gegnerischen Armeen zu zerstören und das Lager einzunehmen. Wir werden das sehen. Und das Rathaus ist schon mal kaputt. 25% haben wir schon geschafft. Und der Gegner ist kaputt und der Bogenschützenturm ist kaputt und damit haben wir diese Schlacht gewonnen. Wir haben schon 57%. 68, 76, 84, 91. Und da ist die 100 und wir haben es geschafft. Wir haben nur 15 verloren und den Rest nicht. Das ist wunderbar. Jetzt haben wir 28.000. Uns fehlen aber noch ein bisschen. Und wir haben die Truppen. Noch haben wir Truppen. Machen wir mal schnell. Wow, das waren zu viele. So, das müsste reichen. Dann lassen wir die Truppen mal schnell machen. Unsere Helden können die immer wieder angreifen. Ich denke mal schon, dass die angreifen können. Ich schau mal, ja, die können immer wieder angreifen. Das heißt, wir greifen gleich wieder an. Und dann haben wir hoffentlich die 36.000 für das Upgrade. Place Hero, mal schauen, ob wir noch einen Hero. Nein, wir können keinen Hero mehr platzieren. Ich schau mal kurz was. Hier habe ich nachgelesen, dass man hier irgendwie was zufällig bekommt. Ein Slime. Aber der bringt uns nicht viel. Machen wir mal nochmal. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und es geht einfach nicht. Oh, ja, jetzt geht's. Wow, ein Slime. Oh mein Gott. Wieso haben wir so viele Slimes? Ich habe irgendwo gelesen, dass man die hier irgendwie so essen kann oder so, konsumieren kann. Und dann bringt es denen hier was. You've picked some high grade
Are you sure? Ja, natürlich wollen wir das machen. Boah, Level 2. Boah. Okay, dann, was können wir noch machen? Können wir irgendwie die Helden upgraden? Können wir hier irgendwas mit den Helden machen? Level 5 ist unser Held derzeitig. We roll irgendwas. Cool. Dieses Spiel macht so viel Spaß. Unser eines Lager ist voll, das andere Lager ist noch nicht voll. Nein, nein, schnell zurück. Oh. Es fehlen noch 4. 4. Geht wohl nicht mehr. Ich warte jetzt noch, bis unsere Lager hier voll sind. Und danach greife ich an. Was ist das? Ah, okay. A, B, C, D, E, F, G. Wird hier einem das ABC erklärt, oder? What the? Was habe ich jetzt gemacht? Nein, das ist schlecht. Endbattle. Kaputt. Ah, hier. Ah. Sieht so aus, als wäre das irgendwie so ein Testangriff, wie es aussieht. Und da kann man so sein Dorf testen, wie gut es ist. Oh, wir haben einen Arbeiter frei. Wollen wir es machen? Nein, wir geben jetzt kein Gold mehr aus. Wir müssen sparen. Wir brauchen jetzt einen, der mindestens 7000 hat, damit wir hier unser Dorf upgraden können. Das dauert dann, ich schau mal kurz, 2 Stunden. Also das werden wir auf jeden Fall morgen fertig haben. Und dann upgraden wir noch, weil der ist ja eh gleich fertig. Dann können wir das hier mal machen. Nachdem wir das Dorf abgegradet haben, weil wir erstmal Gold haben wollen. Und unsere beiden Lager sind voll. Wir greifen an. Ist der gut? 12.000! Hä, den hatten wir, glaube ich, gerade eben schon mal. Ist der gut? Ich glaube, den machen wir locker platt. Yay! Fail! Mega! Ja, das ging schnell kaputt, aber jetzt kommen noch die ganzen gegnerischen Armeen. Sieht das schlecht oder gut aus? Ich weiß es nicht. Ich kann das Spiel so schlecht einschätzen, aber ich glaube, es sieht gut aus für uns. Ja, wir haben es geschafft. Sind noch irgendwo Verteidigungstürme? Nein. Auch dieser Angriff ist uns gelungen und wir bekommen 12.000 Gold. Das ist mehr als genug, wo wir brauchen. Können wir auf jeden Fall noch den Bogenschützenturm upgraden. Und wir sehen ganz schön, wie unser Geld steigt. Wir haben derzeit 33.000. Und wir haben die 36.000 geknackt. Wir können unser Dorfzentrum auf Level 6 upgraden. Ich glaube, wir haben schon wieder fast keine Verluste gehabt. Außer unseren komischen König hier. Yay! Das war doch mal ein geiler Angriff. Unsere Lager sind randvoll und wir upgraden das Rathaus auf Level 6. Upgrade. Juhu. Und wir haben noch 3000 übrig. Kostet irgendwas genau 3000 zum Upgraden? Irgendwas genau 3000? Nee, wir upgraden jetzt einfach den Tower. Hätte ich jetzt mal gesagt als Bestes. Oder wir trainieren irgendwas. Sollen wir den trainieren? Ja, machen wir mal. So, dann wird er auch mal Level 2 hier. Danach trainieren wir. Danach trainieren wir. Ja. Danach trainieren wir. Oh, wir haben eine Items. Natürlich nehmen wir das an. Und das auch. Yay. Archimans. Haben wir noch keine neuen. Ich würde sagen, dann greifen wir gleich nochmal an. Das war so ein schöner Angriff. Haie. So, ein paar neue Trüppchen. Hier auch ein paar neue Trüppchen. Oh, da haben wir ein bisschen mehr verloren. Oh, jetzt habe ich schon wieder zu viele gemacht. Weg damit. Da
Dann, was ist mit unseren Königen los? Leben die wieder? Der eine Level 7, ich schau mal kurz. Was mit dem los ist, können wir damit wieder angreifen? Ja, sieht so aus, er hat auf jeden Fall alles wieder voll. Heldenantrag, brauchen wir 800 von diesen komischen Sternchen, aber die bekommt man, glaube ich, einfach so, jeden Tag. Das ist so schön. Jetzt haben wir noch genau 2000 Gold übrig. Upgraden wir einfach mal das hier. Yay. Wie weit ist das Upgrade hier, unser Training? Noch eine Minute, das beschleunigen wir einfach mal. Yay, und der Hunter ist fertig. Nach dem Angriff machen wir auf jeden Fall den Hunter. Oder müssen wir dafür das hier upgraden? Ne, ich glaube nicht. Den Hunter können wir eh schon machen. Aber wir haben jetzt eh keinen Platz mehr. Okay, das da oben wäre dann voll, das hier unten wäre dann auch voll. Genau. Ist schon voll. Das hier oben ist jetzt auch 24, 4, 3, 2, 1, fertig. Auf jeden Fall voll und noch voll. Nein, noch nicht. Was ist denn das? 4, 3, 2, 1. Fertig, voll. Und der nächste Angriff. Und wir haben einen Erfolg. Das ist doch wunderbar. Der nächste Angriff. 56, das kannst du jetzt nicht sein, oder? Ernsthaft. Sind wir zu arm, um anzugreifen. Okay, der hat 4700. Hat er überhaupt irgendeine Verteidigung? Hat der überhaupt eine Verteidigung? Leute, hat der eine Verteidigung? Sieht nicht so aus. Ich würde sagen, den machen wir jetzt mal mit einer Truppe platt. Geilster Angriff ever. Ich frage mich echt, wer so schlecht ist und sein Dorf so schlecht aufbaut. You can't attack here. Und unser Held levelt schön weiter. Die Helden leveln ja dadurch, dass sie im Kampf gewinnen oder nicht gewinnen, auf jeden Fall, dass sie kämpfen. Oh, und wir haben die 47%. Und aus Prinzip setzen wir jetzt die da. Aus Prinzip. Damit es hier alles ein bisschen schneller geht. Aber ich glaube, so einen leichten Gegner bekommen wir nicht ein zweites Mal. Ich schau jetzt mal noch, hat er hier irgendwas außen rum stehen? Nicht, dass wir das jetzt übersehen haben. Ne, sieht aber nicht so aus. Ne, hat nichts außen rum stehen. Das heißt, das hier ist das letzte Gebäude und hier haben wir einen geilen Gegner gehabt. 3, 2, 1. Gewonnen. Keinen Truppenverlust. Yay. Das heißt, wir greifen jetzt gleich nochmal an. Von mir aus kann es die ganze Zeit so weitergehen. Oh, der hat eine Verteidigung nur 5000. Nein, den greift man nicht an. Der ein gutes Dorf. Oh, das ist sehr gut. Den greifen wir auch nicht an. 7000. Der hat aber so... Sind die Truppen gut? Ich glaube nicht, dass sie gut sind. Aber wir schauen mal weiter. 13.000! Sollen wir den angreifen? Ja, den sollen wir angreifen. Der will zerstört werden. Seine Berufung. Jetzt setzen wir erstmal unsere ganzen Truppen hier auf den. So, und der Turm da kann gar nichts gegen uns anhaben. Wir sind so OP hier. Wir machen hier jeden platt in diesem scheiß Game hier. Was eigentlich voll cool ist. Langsam mag ich das Spiel.
Dieses Spiel macht so viel Spaß. Also solange man gewinnt. Irgendwann kommt dann diese Frustzeit, wo wir nur noch verlieren. Aber derzeit gewinnen wir einfach nur noch. Niemand kann uns aufhalten. Und wir haben ein Archiment erhalten. 100.000 Gold. Yay. 18.000, reicht das hierfür? Oh ja, das reicht. Aber wir können bestimmt noch Sachen upgraden, die nicht so lange dauern. Zum Beispiel das hier, das nur 5 Minuten dauert. Und das hier können wir auch upgraden. Nein, können wir nicht. Wie viel kostet denn das? 19, ey, ist aber voll überteuert. Ich schau mal hier kurz. Ich glaube, hier können wir was machen. Den Hunter. Natürlich machen wir den. So, dann. Full, full. Nein, da oben ist nicht voll. Machen jetzt mal Bogenschützen. Und ich habe schon wieder zu viele gemacht. So, ist jetzt mal fertig. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. Und wir können wieder angreifen. Vielleicht der 7000. Nee, da gibt's bessere. Yay, hat er überhaupt eine Verteidigung? Ja, nur so ein Luschenpack hier, ey. Yay, Angriff. Wir haben gewonnen. Oder es gibt keine Verteidigung mehr. Nein, wir haben schon wieder gewonnen. Geiler Tag. Also unsere Helden sind jetzt auf Level 9 und davor waren es auf Level 6 und wir haben 3 Angriffe gemacht. Das heißt, wahrscheinlich wird bei jedem Angriff das Level 1 höher. Schätze ich jetzt mal. Kann auch anders sein. Und wir haben nur 6 Männer verloren. Wunderbarer Angriff. Und wir haben schon wieder 27.000. Was machen wir denn mit dem ganzen Geld? Können wir irgendwas ganz Teures machen? Ist alles so billig. Können bestimmt trainieren. Nein, wir machen einen Angriff. Wir können abwarten. So, dann sind die hier mal wieder voll. Haben wir noch irgendwas verloren? Hier unten haben wir noch ein paar verloren. 21, 22. Perfekt. Und ihr könnt mir natürlich auch immer Tipps geben, wie ich mein Dorf aufbauen soll, weil ich glaube, das ist derzeit noch nicht gut aufgebaut. Die müssen ja da oben einfach nur reinlaufen, hier oben. Und dann können sie quasi einfach schon durchlaufen. Gut, dann schauen wir mal. Hier noch 10 Sekunden ungefähr. Wir machen jetzt noch den einen Angriff und dann reicht's für heute. Irgendwann muss auch immer ein Schluss sein. Hier oben voll, voll, da unten voll. Gut, der nächste Angriff kann kommen. 3000 ist uns zu wenig. 7000 ist uns zu wenig. Mindestens 10.000. Na komm. Na komm. 8000. Hat er irgendeine Verteidigung? Bogenturm. Den machen wir platt, oder? Nein, unser Held ist tot. Scheiße. Aber ich glaube, das ist scheißegal, weil er wird ja danach eh wieder neu wiederbelebt. So, nur noch der Bogenschützenturm. Der Bogenschützenturm ist auch down, das heißt, sind noch irgendwo Verteidigungen? Nein, sieht nicht so aus. Und wir haben schon wieder gewonnen. Ich glaube auch Bogenschützentürme sind ja irgendwie die einzigsten Verteidigungsgebäude.
Aber es kann sein, dass wenn man Level höher kommt, dass da auch andere Sachen dazu kommen. So, das war der letzte Angriff für heute. Schauen wir uns mal an, wie unsere geilen Truppen hier alles zerstören. Das letzte Gebäude, das Rathaus. Und da haben wir die 100%. Wir haben es geschafft mit wenig Verlusten. Und wir haben schon wieder ein neues Archiment. 100.000 Mana. Yay. Und wir haben Mana abgegradet. Wir könnten jetzt... ja, wir machen einfach den Bogenschützenturm hier. Ganz einfach. Das dauert eine Stunde. Da haben wir zwar nicht das ganze Geld heute ausgegeben, aber das... Auf jeden Fall morgen sind dann die Gebäude fertig. Damit danke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, bis morgen. Ciao, Leute.